So. Okay, Schnurren. Bären rein. Ab geht's. Ich kann immer das Instant-Termit reinhauen, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Doch, Insta-Primate funktioniert. Okay, gut zu wissen. So, Leute. Ey, das macht das ja super mächtig. Rhino-Sattel. Nehmen wir erstmal den billigen. So, schnell verstecken hier irgendwie. Welches Level hat denn der? 400. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Der hat aber. Die Werte sehen gut aus, Leute. Die Werte sehen gut aus. Ich habe den noch nicht geskillt und so. Okay, weiterentwickeln. Okay, krass. Instant Primeat. Super nice. Damit kann man also auch Rhino instant tame. Obwohl es Fleisch ist. Nein, 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 nein. Bleib hier. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner. Ey, das ist halt immer übelst auffällig. Los, entwickel dich endlich! Entwickel dich! Oh, da lässt sich echt Zeit. So, gut, Leute. Rhino-Sattel drauf. Und leveln. Der hat 1 Million Leben. Ich glaube, der ist ganz gut. Wie viel Damage hat er? 460%. Hat man schon schlechtere. Hat man schon schlechtere. So, gut, da vorne den Alu, den habe ich schon die ganze Zeit hier. Komm. Weg mit dir. So, gut, Leute. Wir müssen jetzt ganz schnell. Oh, der Dämonen-Chest. Ganz schnell Rüstung fahren, währenddessen möglichst nicht dumm stehen bleiben. Ins Wasser machen wir nicht. Ich glaube, das ist scheiße. Also, Rhino ist langsam im Wasser, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir können es ja mal ausprobieren. Ne, ins Wasser zu dem Spino mache ich nicht. Kann er vergessen. Okay, okay, okay. Ich wollte übelst ganz schnell das Chesspiece anziehen, ey. Das machen wir mal eben. So, so, so. Ah. Okay. Beweg dich. Und ich muss was essen. Und weiter. Ich bin richtig paranoid, ey. Seitdem da mich der eine Typ da runtergeholt hat von dem Rhino. Ah, ich glaube, das ist nur gesund. da vorsichtig zu sein. So, komm her. Oh, geil, ein grüner Zähler-Alu. Geil. Und Boss-Tribute. Ich habe einen Boss-Tribute gefunden, Leute. Wir haben noch 23 Minuten Zeit, bis man den Hot-Button drücken kann. Aber erstmal gute Rüstung. Ich brauche gute Rüstung, dass die mich nicht mehr one-hitten können. Oder Longneck. Super wichtig. Und Rack Potion brauchen wir dann auch noch. Okay, schnell Zeug anziehen. Das waren die schlechteren. Okay, wir brauchen besseren Stuff. Wir brauchen besseren Stuff. Ich kann den auch leveln, ich weiß, aber ich wollte eigentlich erstmal gute Rüstung haben, Leute. Vorne ist noch ein Alu. Nehmen wir mit. Helm, Chesspiece und Handschuhe. Den nehmen wir auch mit, die können auch droppen. Handschuhe. Nehmen wir auch mit. Ich skill den dann gleich, Leute. Oh, ich bin vorbeigerannt. Snoop. Helm, Chesspiece. Eigentlich müsste man bald Zeug haben. Theoretisch hätte man ja auf Tech-Sachen gehen können, aber nee, scheiß drauf jetzt. Ich muss mich jetzt echt erstmal angewöhnen, dass man jetzt durch die Steine rennen kann. Das ist super cool. Chesspiece. Aber da, ich meine, hey, vielleicht gibt mir eine Version mit 3000 Armor oder so, Leute, wisst ihr? Das lohnt sich schon. Okay, so, ich verstecke mich mal schnell irgendwo. So, alles rausnehmen. Okay, so, der Helm ist besser. Besser. Oh, die Chesspiece ist noch besser. Hammer, 2400 Rüstung ist gut. Die Handschuhe sind auch besser. Okay, wir brauchen noch Schuhe und Beinlinge. Okay, wie viel Rüstung haben wir insgesamt? 8500, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Warte, Handschuhe wieder. So, ich skill mal ganz schnell Leben hoch bei mir, was geht. Weight ist in Ordnung, können wir alles so lassen, den Rest. So. Und jetzt würde ich gerne noch den Rhino skillen. Also auf jeden Fall wieder ein bisschen Movement Speed, super wichtig. Aber Damage auch. Leben werde ich, glaube ich, komplett weglassen. Wir machen mal einen Punkt rein. Ja.
Mach mal auf 1 Million, was schöner aussieht, hä? So, Speed, 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 Speed. Damage, Damage. Und Damage, alles in Damage jetzt rein. Okay, fast 1000%. Ordentlich. Ich nehme jetzt auch ganz bewusst noch nicht den Rack Potion, Leute. Ich habe halt nur einen. Ich habe halt nur einen einzigen. Helm. Okay, wir machen mal wieder runter. Ich muss mal irgendwie noch hin, wo Rack Potions sind, Leute. Und ich spiele schon noch mit dem Gedanken, weil wir gut in der Zeit liegen gerade, noch einen Boss zu tamen. Wir können von dem Rhino aus schießen, glaube ich. Können wir. Also wir können mit dem Rhino einen Boss runterhauen. Wir müssen den ja unter 50% bekommen, damit wir Torpor machen können. Und dann kann ich den betäuben, während ich auf dem Rhino sitze. Also theoretisch können wir auch versuchen, mal eine Spinne oder irgendwas zu tamen. Ja, müssen wir mal schauen, Leute. Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Es dauert natürlich alleine alles ein bisschen länger. Es ist auch ein Risiko und so. Ah, guck mal hier, der Button. Scheiße. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch lang kommen. Jetzt muss man eben gucken, orientieren hier. Ja, es könnte knapp werden. Seht ihr das? Da links der Button, da ist der schon. Die Grenze. Lohnt es sich für mich noch Beacons mitzunehmen? Eigentlich nicht unbedingt. Ja, guck mal hier. Also Vulkaninsel kann man schon fast vergessen. Ja, den killen wir noch. Ja, 6 Millionen Schaden ist aber jetzt nicht so geil. Hätte jetzt mehr erwartet. Oder der Hit war nicht so gut. Das kann auch sein. So, Leute, da vorne sind Bald Dogs. Oder können Bald Dogs sein. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Tech-Viecher oder so. Das mit dem Boss würde ich ganz am Ende machen. Ganz am Ende. So, shit, jetzt hier mit dem Wasser ist nicht so geil. Oh je. Ich bin gerade gefundenes Fressen für Sniper. Ich könnte auch absteigen und... Naja, wir hoffen einfach, dass jetzt keiner kommt und uns zieht. Das ist gerade super unangenehm, die Situation. Super unangenehm. So, hier ist kein Vibe-Doc. Okay. Boah, ist das unangenehm. Ich tauch mal ab hier. So. Sorry, Leute, aber... wo ist eigentlich dann der Hot Button, ey? Die Koordinaten... Beim Schneeberg, ne? Irgendwie war das doch gewesen. So, ja. Ich könnte halt natürlich auch absteigen, ist mir klar, Leute, und Seenbehälter machen und alles, aber ich will ja eigentlich jetzt hier direkt weiterreiten. Aber hier ist nirgendwo was. Ich glaube, ich muss den schnell einpacken. Ich pack den jetzt ein, Leute. Muss man aber Dalli machen. So, so. Ich hätte die davor craften sollen. Verstecken. Okay. Weiter geht's. Okay, das ist nur irgendein Flugsaurier. So, ich meine, die Bike-Dogs können wir auch so töten, klar. Ich habe halt immer noch nicht zufriedenstellende Rüstung, finde ich. Ich hätte halt gerne noch besseren... Da sitzt auch keiner drauf, oder? Nee. Ich hätte halt gerne noch bessere Beinlinge, eigentlich. Und auch Schuhe, also die Rüstung ist noch nicht so geil, die ich anhabe aktuell. Das kann sich ändern. Da hat irgendjemand geschossen. So, ich suche wie gesagt nach Bald Dogs jetzt, Leute. Ja. HP. Nee, HE. Nee. Kein Scheiß jetzt machen, bitte. Ich weiß, da war einer gewesen, da waren gerade die Reaper-Viecher. Drum. Ja. Mach ich jetzt weiter hier. Oh, wow, 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 wow. Okay, da hat jemand einen Giga getamed.
Es ist aber nur ein Prime. Ah, der ist im Wasser zu schnell, den kriege ich nicht. Ah, der darf keinen Infernal draus machen. Ja, ich mach keinen Schaden. Komm, Bombo würde ich ja gerne mal probieren, aber... Ich darf nicht zu niedrig. Ah, shit, ey. Wir dürfen nicht, dass er sich... Der darf sich nicht weiterentwickeln. Wow. Ich hoffe, der geht jetzt nicht auf mich, der Dude. Das wird überhaupt keinen Sinn machen. Wir müssen den Giga irgendwie platt bekommen. Der folgt mir jetzt? Das wäre total bescheuert, wenn er das machen würde. Ich müsste mit meinem Rhino da eigentlich hin, ey. Bevor der den weiterentwickelt. 500.000 Schaden, wo kam der denn her? Den hätten wir jetzt auch killen können eigentlich, aber... Wo ist der Giga, Leute? Wir müssen den Giga killen. Da. Der ist noch nicht tot. Das sah so aus. Ich könnte mich halt jetzt schnell auf meinen Rhino setzen. Aber im Wasser bin ich zu langsam. In dem Gebiet hier rennt er mir instant weg, Leute. Ah. Ich muss aber auch auf Bipe Dogs. Ich brauche... Wir haben nur noch 14 Minuten. Da ist einer. Shit, ich bin außerhalb der Bubble. Glaube ich. Ah, fuck, Leute. Ja, die Bubble, die schließt hier. Ah, fuck, Mann, hier sind die ganzen Bipe Dogs. Okay, wir rennen jetzt einfach den Strand entlang und hoffen, dass wir noch was finden, würde ich vorschlagen. Ich muss was essen. Geht nicht. Hier ist doch eine schöne Stelle, um was zu essen. Okay, ich muss mich gerade mal orientieren hier. Wir wollen... Ja, in die Richtung. Okay, ich hole jetzt den... Ich hole jetzt den Rhino raus. So, wir laufen jetzt einfach den Strand entlang und hoffen, dass wir noch irgendwie Bite Box finden. Oder Sumpf wäre auch eine Idee. Falsche Richtung. Moment, ich gucke mal gerade. Sumpf wäre auch eine Idee, theoretisch. Oh, Tech, nice. Nicht getroffen, krass. Da ist nichts drin, ne? Nee, scheiße. Sumpf wäre auch eine Idee, weil da Biber rumrennen, ne? Und die können ja auch Rack Potion droppen. Ich darf nur nicht den Moment verpassen, da vorne ist auch schon wieder Hot Bubble Grenze. Aber krass, die Steine zu springen gerade nicht mehr, sonst sind die Steine immer so cool zum Sprung. Ah! Der dürfte nicht mehr so viel Leben haben. Ist down. Schnell auf den Spieler! Nein! Nein! Fuck! Oh Mann, nein, das ist die Hot Bubble Grenze, Leute. Fuck, okay, ich muss abtauchen, weil sonst snipt er mich. Der snipt. Scheiße. Ich bin so langsam. Das ist total dumm. Man sieht halt quasi noch meinen Kopf und da ist die Bubble-Grenze, Leute. Das ist total kacke, die Situation. Der fliegt über mir, ich sehe ihn. Nee, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Komm, 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 komm. Okay, alles gut. Davon das Element. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, ne? Ha, er ist vorbeigeflogen. Habt ihr einen Schatten gesehen? So, hier ist der Sumpf. Ja, da will ich jetzt natürlich... Oh nein, jetzt sind wir langsam wegen der Motte. Alter. Ich brauche wenigstens nur 2-3 Rack Potions. Kann das nicht so schwer sein. So, wir müssen... Ich habe keinen Plan, ey. Lass mich hier lang. Vielleicht droppt der ja mal was. Tech Leggings. Ich glaube, die können wir gebrauchen. Tech Rifle. So, Bipe Dogs. Bitte, hier müssen doch noch irgendwo Bipe Dogs sein. Über Queen. Was? Was? Ein Drache hat mich angegriffen? Das ist komisch. Ist er getained? Wie werden wir mal gut Rüstung ranbekommen? Ich, das wirkte wie getamed, oder? Der Drache? Hat jemand einen Drache getamed? Ah.
ruhig. Anziehen. 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 Das ist alles nochmal besser, Leute. Das sind alles Verbesserungen. Besser. So. Okay. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, um am Red Potion ranzukommen. Ich renne jetzt einfach irgendwie in den Sumpf rein. Scheiß drauf. Weil hier können ja auch welche sein. Das ist übrigens hier ein Tech-Giga. Den lasse ich jetzt aber mal. Ich dachte schon daneben, da wäre Vibe-Dog. So, hier kann überall Vibe-Dog sein, theoretisch. Aber wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Immer so. Ich könnte halt auch mein Element benutzen. Das sollte ich wahrscheinlich mal machen. Einfach Element noch farmen. Hier ist halt nirgendwo was. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, die wurden alle abgefahren. Davon ist dann schon wieder die Bubble-Grenze. Könnt ihr nochmal ein bisschen ins Inland rennen, theoretisch. Aber geil, das mit dem Rex war dann ein schicker Fight gewesen. So, hier ist auch Bubble-Grenze. Wenn ich rausgehe, kriege ich Schaden, wie gesagt. André, das ist so cool. Oh, die wird kleiner. Davon ist ein... Oh, ein Bulbdog, Leute. Den kriegt man, komm. Bevor die Bubble noch kleiner wird. Okay, ein Red Potion mehr. Ich glaub's ja nicht. Davon ist auch noch einer. Weil es hier gefährlich ist. Die Leute trauen sich hier nicht hin wegen der Bubble-Grenze. Sagt ihr. Okay. Schnell, schnell, schnell. Wir kriegen Sch... Okay, rein, 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 rein. Alter. Fuck, Alter. Ich bin genau an der Grenze jetzt gerade. Schade, dass die Steine nicht mehr zu bröseln. Das war lustiger. Da vorne, da kriegt Schaden. Da ist irgendwas. Ist irgendwo ein Spieler. Wahrscheinlich hat er von oben geschossen oder so. Ich wollte hier durch. Ich will halt vermeiden, ins Wasser zu laufen, Leute, aber es lässt sich wohl jetzt nicht vermeiden. Ja, wobei, wir können rechts und lang gehen. Schade, dass die Steine nicht mehr zu bröseln. So, wir haben jetzt aber 10.400 Armor. Ich glaube, wir sind kein One-Hit mehr. Höchstwahrscheinlich. Das Einzige, was doof ist, unsere Schuhe sind noch kacke aktuell. Aber ansonsten ist eigentlich alles super. So, 8 Minuten noch. Dann kann man den Button drücken. Ist davon ein Vibe-Dog? Schon wieder das Vieh. So, gut. Davon ist wieder der Drache. Machen wir hier schnell hier rüber. Mein Problem ist, dass ich gerade gar nicht ganz genau weiß, wo der Hot Button ist. Ich muss mich, aber ich kann mich ein bisschen an der Grenze orientieren, aber ich muss in 7 Minuten in der Mitte sein. Aber eigentlich sieht man ja immer diesen Strahl. Warte mal, hier, da vorne ist die Mitte. Ich muss in die Richtung gerade, wie ich jetzt laufe. Wir können ja schon mal hinlaufen, weil hier Indern können auch überall Bulbdogs bahnen, theoretisch. Brauchen wir mal ein bisschen Glück. Ist das ein Fabled-Stego, zufällig? Nee. Hier machen wir alles kaputt gerade, witzig. Okay, hier war irgendein Spieler. Haben wir den gelootet? Sieht mir ganz anders aus. Hat der Rack Potion? Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Hat man das noch im Sack?